Hallo und herzlich willkommen zu Strange Toilet. It's totally very scary. Regel Nummer 1. If you laugh, it gets good, you read 5. So, Regel Nummer 1, wenn du lachst oder Angst bekommst, dann musst du 5 Sterne geben. Deal? Ich denke ja. Regel Nummer 2, hab Spaß und spül immer die Toilette. Das ist wichtig. Discord Creator Exit. Wir haben keine Einstellung. Also rücke ich mal das Mikrofon vor mich. Ich weiß nur, es geht um eine Toilette. Wir schauen mal. Start. Polando. Nein, Englisch. Okay. Master PC. Master PC. Wenn Master PC, dann drehe ich aber meine Lüfter sicherheitshalber schon mal hoch, wo hier gemeckert wird. So. Start. Okay. Jetzt Einstellung? Nein. Okay, dann leben wir mit dem, was kommt. Don't wanna see that. Du wirst es nicht wiedersehen. Das, was ich in die Toilette mache, oder? Heißt das, ich fasse da jetzt rein? Ach nein, okay. Ich flasche nur. Aber kein Wasser. Okay. Die ist aber alt. Was haben wir hier? Kann ich irgendetwas tun? Nein. Okay. Nathan, why so long? I just had to shit, okay? I hope you didn't clog the toilet. No, I didn't. Who do you think I am? Okay, you know what? Turn on the TV or we'll miss Uber News. Of course. Also ich werde angemeckert, warum ich so lange gebraucht habe und ja, ich war halt am Good Klo. day to everyone and welcome back to Uber News. Uber News? Dann schauen wir doch mal die Uber News. In today's news, inflation in our country is rising. There are rumors that $1 will be worth $3. People don't have good opinion on it and they are saying that it will make living harder and increasing prices is not a good idea. There are also rumors that this change will only be temporary or not even gonna happen. In a local news, a new restaurant has been opened called Daddy's Meat. Clients that ate food already in there are saying that meats served there, especially steaks, are really well cooked and fresh. And our biggest news of the day. 2 days ago, afternoon, a horrible crime has been committed. A dead body found of Drake Peppermint after car crash. People that saw that thought it was an accident. Drake Peppermint was struck by a car into empty shop. When police arrived, he was already dead. He had many wounds, not only bruises after crash, but also many stab wounds. There was also a message on a wall that says he wasn't fun. This is now confirmed that it was deliberate murder. The wife of killed husband reported the calling phone and messages. The phone call happened first. She says that the man on the phone talking to Drake was clearly saying, let's have some fun. Then, after a few hours, she took a look on her phone to find the message, the fun has begun. After some time, the whole thing has happened. Many of those who survived their meeting with murderer claiming that after escaping him, he left them alone. The only sign left then was notes on the door saying, good game. Those who were badly injured are now laying in a hospital. One of them sadly died of blood loss after getting stabbed and there was not enough time for transfusion. You better be careful when taking a call, because you may not see the end of the day. We will return to the rest of the program after these commercials. Okay, enough of this. I don't want to see some kind of idiot in a mask who can't even say a single sentence without stuttering. It's late. I'm going to take a shower. Okay, go. Gefällt mir jetzt schon. Also, wir haben Nachrichten geschaut. Ja, What ich the komme sofort. fuck? Ja. Who is walking around the houses at this hour? Ja, um die Uhrzeit würde ich gar nicht mehr aufmachen. Und unangekündigt sowieso nicht. Also, es waren Nachrichten über Inflation. Das zweite war, was war es wieder? Ich glaube, ein Restaurant, was ganz besonderes Fleisch hat. Und das dritte war ein Mord, der passiert ist. Und alles vorgetragen von einem komischen Mann mit Maske. Und ja, ich habe
mir tatsächlich gedacht, so, ha, der Macher hat es aber nicht 100% flüssig eingesprochen, aber es ist ganz okay. Und dann sagt er, er stottert. Ja, dann war es wohl Absicht. Strom sparen, bitte. Obwohl, nee, wenn da jemand... Ey. Was? Ich dachte, muss man halt Letter... Das hat mich gerade kurz reingelegt. Ich dachte erst so, hä, ist das ein Spiegel? Nein. Es ist ein Bild von unserer Küche. Das. Ja, Radio, hör mal kurz auf. Das Gruselige ist, es sieht meiner wirklichen Küche sehr ähnlich. Egal. So, hier kann ich nichts machen. Kann ich nichts machen. Ein schönes Bild. Ich sag's nur, okay. Oh, kann ich die alle aufmachen? Nix, nix, nix. Oh, ist das ein schöner Radiosender. Ja, ist schön. Interrupting the following audition to inform you about the danger. A toilet killer was captured on cameras in the city. Ein Toilet Killer? Many resident owners reported calls from unknown caller that were possibly from murderer. If your phone is ringing, you better don't answer it. Now we return to Plant Audition. Bitte was? Es gibt einen Toilettenkiller? Oh no! Madame, turn on the light! Give me a moment. Ja, Frau. Ich bin ja on the way. Give me a moment. Das war so schön. Ach, das ist diese Küche. Okay, das sieht doch nicht meiner Küche ähnlich. Aber Moment, hier ist es noch nicht gefliest. Das ist ja ein schöner Geschirr. Das ist einfach, aber ja. Alter Verwalter, ich habe es schon echt leise gedreht in meinem Ohr. So gut, dass ich Untertitel habe. Ich habe es auf 16% stehen. Was zur Hölle hat da eben so ein Geräusch gemacht? War ich das selber? Ich kann mich nicht wehren. Oh Gott, jetzt habe ich Herzschlag hier. Der ist doch bestimmt auf dem Klo, ne? Vor allem, wo ist sie denn bitte duschen? Das war doch vorhin nur ein Klo, oder? Oh, nee. Also, Leute, das könnte man doch nicht erzählen. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Runter. Ihr habt doch nicht in einem normalen Apartment einen Keller. Okay. Ich hab's auf 2%. Es tut mir leid, falls ihr gesprungen seid. Ich lüge nie. Ich lüge auch so gut wie nie. Außer diese Standardsachen wie geht's dir? Gut. Und selbst. Ich brauche ein Händel. Warum hat man einen Stromkasten im Keller? Ich kann nicht springen. Verdammte Axt. Ein Stromkasten im Keller, an dem kein Griff dran. Ist das mein Händel? Hab ich das gemacht? Jetzt will er die auch noch anzünden, oder was? Händel? Ja? Nee, ich soll da nicht reingehen, haben die im Radio gesagt. Rechter Mausbutton. Oh. Hier zu. Oh. Das ist doch das,
was im Fernsehen von war. Du hast locked, I have to find them to break them down. Die Tür ist verschlossen. Ich muss irgendwas finden, um sie aufzubrechen. Oh, was denn? Ich habe da schon überall reingeguckt. Ah, hier aber noch nicht. Oh. Ja. Okay. Ich habe kein Spiegelbild, wie immer. Ich würde gern springen. Den Backofen aufmachen? Nein. Kann ich den Kühlschrank aufmachen? Nein. Da ist der Keller. Hä? Schöne Couch, aber ich würde sie niemals in weiß nehmen. The door is locked. I have to find something to break them down. Also doch nochmal in den Keller? Ist mein Headset überhaupt an hier? Machen wir mal auf 4. Ich trau dem jetzt hier allen nicht mehr. Das hat bestimmt vorhin den Knall gegeben, ne? Das Regal, was hier zusammengefallen ist. Hey, wie soll ich sie denn aufbrechen? Wie breche ich eine Tür auf? Mit einer Brechstange. Hier ist aber keine. Kann ich mich hinhocken? Nee. Soll mir das hier irgendwas sagen? Habe ich was zum Aufbrechen in meinem Schlafzimmer? Ist das jetzt auf wundersame Weise hier drin erschienen? Hätte ich die nicht aufmachen dürfen? Radio? Nein? Hier ist auch nichts. Ich bin gerade nicht sicher, höre ich was mal. Ja, klar. Freundin, Frau schreit im Bad. Essen wir erstmal einen Toast. Was habe ich gerade? Ich höre komische Geräusche und ich weiß nicht, ob das in meinem Ohr ist oder hier in echt. Weil mein Mitbewohner hat es sehr gut drauf, genau in diesem Moment irgendwelche gruseligen Geräusche zu machen. Hä? Irgendwas fehlt hier? Sag mal, bin ich zu doof? The door is locked. Door is locked. I have to find something to break them down. Ich muss irgendwas finden, um sie aufzubrechen. Ja, sehr schön. Ach, guck mal, hier war ich noch nicht. Ach, okay. Ich war erstmal ein bisschen doof. Bambus. Bambus in der Bude. Also irgendwann, ne? Kleiner Funfact am Rande in einem Horror-Game, ist ja gar nicht gruselig hier. Bambus kriegt irgendwann so krasse Wurzeln, dass der versucht, über den Topf zu kommen. Das heißt, du musst ihn, ich glaube, nach einem Jahr oder später, spätestens nach 2 Jahren, musst du ihn in einen größeren Topf setzen. Weil wenn er dann draußen stehen würde, würde er trotzdem anfangen, hier zu wurzeln. Und das wuchert. Furchtbar. Aber gut als Sichtschutz. So, ich habe einen Schlüssel. The door is locked. I have to find something to break. Wofür habe ich denn jetzt einen Schlüssel? Hier war doch nichts verschlossen. Vielleicht noch Toast? Hm, auf die Haustür? Muss ich raus? Hä?
doch alles auf. Ich habe einen Schlüssel. Mein Mitbewohner staubsaugt. Jetzt höre ich es auch. Kommt bestimmt gleich hoch. Also diese quietschenden Gruselgeräusche, falls man sie hört, sie kommen nicht aus dem Spiel. Ich habe einen Schlüssel, aber wofür? The door is locked. I have to find something to break them down. Ja. Was habe ich da gerade genommen? Buch? Ja, nee, ist klar. Sowas hat natürlich jeder. Was ist das? Ein Feuerzeug. Ja, damit starte ich mal das Ritual, damit alles gut. Was mache ich denn jetzt zuerst? Gut, die Freundin retten, ne? Schatzi? Hast du deine Tage gehabt? Is it nice not to answer the phone? Ist es nicht schön, nicht das Telefon zu beantworten? Nathan, wake up, you shit your pants. Ja, ja. Wach auf, du hast in die Hose gekackt. Ah ja, gib mir einen Moment. What? Ah, what is happening to me again? Was ist mir schon wieder passiert? Myself. Ich muss mich waschen gehen. Was? Zu wie oft? Was haben wir gegessen? Das Ende. Ja, Moment. Jetzt, was heißt das? Achso, Menü. Och, bin ich dumm. Ich möchte wissen, was passiert, wenn ich die Kerze anzünde und wenn ich ans Telefon gehe, natürlich. So. Nathan. Skip. It's late. I'm going to take ja, a shower. Jetzt okay, habe ich schon wieder nicht geguckt, ob es da eine Dusche gab. What the fuck? Who is walking around the houses at this hour? Hier liegt jetzt nichts. Okay. Ja. Nicht aufs Klo gehen. We're interrupting the following audition to inform you about danger. A toilet killer was captured on cameras in the city. Many resident owners reported calls from unknown caller that were possibly from murderer. If your phone is ringing, you better don't answer it. Now, we return to the last audition. Thing? Okay. Nathan, turn on the light! Ja, ich wusste es und trotzdem... Oh. Hier nicht der Händel drin. Oh, ich muss diesen. Ah. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Sorry. Ja. Hallo? Let's have some fun. Lass schon Spaß haben. Oh, shit. Hey, wie war das? Georgie-Lein? The door is locked. I have to find something to break them down. Hä? Jetzt ist das hier nicht drin. Ach, so war es gedacht. Mhm. Schublade,
Schublade, Schublade. Nix. Gehen wir mal runter. Nix. Ich muss bestimmt erst irgendwas triggern, damit das irgendwo wieder scheint. Nix. Ja, irgendwas scheint hier zu fehlen. Jetzt ist das hier drin. Was ist das? The door is locked. I have das to find something to break it down. Wo sind denn die Bücher jetzt? The door is locked. I have to find something to break them down. Ach was. Okay. Ja, das ist aber gut gemacht. So. Jetzt gehen wir aber erstmal hier ein schönes Ritual machen. Ist direkt viel romantischer hier drin. Entschuldigung, was? Wer waren Sie? Und wieso? So das Ganze? So, also ich bin ja vorhin ans Telefon gegangen. Jetzt habe ich wohl verkackt. Hier war doch vorhin noch kein Aschenbecher, oder? So, Achtung. Wir gehen jetzt wieder zum Klo. Das ist keine Dusche. Oh, na dann. You're very naughty kid. Doch, eine Badewanne. Mich hat die Toilette getötet. Okay. Wir sind da leider am Ende. Aber wir sind noch nicht am Ende für dieses Video. Denn ich habe gesehen, es gibt Strange Toilet 2. Hahaha. Und das werden wir jetzt direkt mal im Anschluss mal reinschauen. Strange Toilet, the forgotten shit. Okay, es ist scheinbar, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen lag, es ist ein bisschen aufwendiger geworden. Regel Nummer 1, do not judge a book, beurteile niemals ein Buch bei seinem Einband. Da bin ich voll und ganz bei. Regel Nummer 2, lachen oder erschrecken heißt 5 Sterne. Ja, das werde ich bei beiden im Anschluss gleich noch tun. Diesmal haben wir Optionen. Ja. Oh, Ultra. Was ist der Unterschied? Low und Ultra. Okay. Dann einfach mal schon mal weiser Voraussicht ein Stückchen runter. Extras. Collectibles. Man kann goldene Toiletten sammeln. Das ist voll mein Spiel. Sag ich jetzt. Neues Spiel. Oh, es gibt auch Continue, heißt das, man kann speichern. The Game, was? Okay. Tut. Ich trinke da mal einen Schluck Kaffee. Welcome in my toilet store. How can I help you? Hello there. Your name is Jack, right? Well, let's just say I'm looking for something really specific. Sie sucht eine okay. spezielle Toilette. Look over there. Pick one and get out of here. We have Ben, we have inverted toilets, and my favorite, the most ecological toilet in the world. What the hell, dude? Yeah. When I said I'm looking for something specific, I meant one particular toilet. Here are the details of contract. Your goal is to find the golden toilet for me. Ain't no way I'm doing this. What do you need a golden toilet for anyways? Cause it's made of fucking gold, idiot. I will pay you, and I'll let you pet my cats. Cats?
sie will uns bezahlen und wir dürfen dann die Katzen streicheln. Was? Wieso ist das jetzt so ein Comic-Style? Was zur Hölle? Of course the damn doors are locked. I really shouldn't go down there. Yeah, ain't no way I'm going down there. Wer hat uns da geschubst? Oh. Etus nicht ab. Zum Aufstehen. Oh nein, wir haben eine Lebensanzeige. Was zur Hölle? Das geht um eine Toilette. What? Where am I? Wir können rennen. Ach du Heiliger. Was? Okay. Okay. Ein Zettel. It is also that there is not even a trace on it. Es ist alles hier so alt, dass es noch nicht mal eine Spur von elektrischer Aktivität hier gibt. If at least there will be any. Ich frage mich, ob es zumindest Kerzenleuchter in der Burg gibt. This place already looks like it has been here for ages. Ich kann springen. Wow. Ups, ups. Oh. Hold and release the throw back. Oh. Break. Okay. Da ist eine Toilette. Soll ich den Break wohl drauf springen? Ich kann sogar crouchen. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja. Oh. Ich habe eine goldene Toilette gefunden. Durchwerfen ist vorbei, oder? Ich weiß nicht, ob das geht. Kann ich das da durchwerfen? Nein, er prallt ab. Aber was soll ich denn tun? Oh, warte mal. Nicht ganz. Hey. Ich nehme dich trotzdem mit. Na. Zelltür. Zeltschlüssel. Warum auch immer er dort oben in einem Eimer aufbewahrt wird. Ein Pümpel, der ist ganz wichtig. Hallo? Es geht um Toiletten. Ich würde gerne auf diese Toilette gehen. Nein? Okay. Oh, hallo. Ein
Zettelchen. Oh, viel Text. We came to break up the walls at the request of the main city. Vor kurzem kamen wir to break up the wall. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, die Wände niederreißen oder die Wand aufbauen. Auf jeden Fall war das eine Anfrage vom Bürgermeister. The entire castle was supposed to das gesamte Schloss sollte wieder restauriert werden. To be restored, oder? Oder wieder aufgefüllt werden. Aber der Bürgermeister ist bankrott. Also heute, ich habe nicht viel geschlafen und war schon ganz früh heute Morgen beim Arzt. Also meine Übersetzungskünste sind heute nicht so gut. Ich habe nicht viel Schlaf gehabt. Earlier due to his $500 plus Programm, irgendwie ist ihm wohl das Geld ausgegangen, bei seinem $500 plus Programm. The work in the castle ended pretty, also die Arbeit in dem Schloss endete. Wir haben uns schon so lange darauf vorbereitet und when we're ready with all the equipment. But aside, we received information about the change in the mayor candidate. Mein Gott, ey. Also sie haben sich lange darauf vorbereitet und die waren ready, sie waren bereit mit all ihrem Equipment, was sie da reingebracht haben. Dann haben die Informationen bekommen über diese Änderung. Mayoral Candidate? Heißt das ein anderer Bürgermeister? Oh, ihr dürft gerne in den Kommentaren meckern. Oder richtig schreiben, was es da heißt. Der neue Bürgermeister, okay, vielleicht liege ich nicht so falsch. Did not give the order to. Der neue Bürgermeister hat keine Order gegeben, das Schloss zu renovieren. Also sind wir gezwungen worden, zurückzukehren. Als ein Akt des Protestes haben wir das meiste Equipment dagelassen. Ich finde, das ist kein Protest, das ist teures Zeug, aber gut. We simply didn't feel like it. Wir haben uns einfach nicht danach gefühlt, das wieder mitzunehmen. Wenn diese Nachricht jemand erreicht, dann viel Spaß beim Erkunden des Schlosses. Vielleicht wirst du etwas Hilfreiches dort finden. So you're telling me that I can find some stuff here? That's not possible. Ich habe ein Rad gefunden. Ich dachte gerade, da hätten Zahlen gestanden. Oh Gott. Das kommt bestimmt hier hin. Achso. Muss ich auch noch das Richtige angeklickt haben? Okay. Nix. Aggressive Schränke. Guten Tag. Ja, ich habe aus dem ersten Teil gelernt. Ich habe das Headset nicht sonderlich laut, aber das war sehr laut. Hallo, Fremder. Ja. Aber hier ist doch irgendwas gerade rausgejumpt, oder? Ja, da gehen wir gleich rein. Ja. Oh, ich weiß nicht, was heute mit meinem Hals los ist. Ich bin nicht krank. Oh. Guten Tag. I would like to die. Ich würde gerne als ein freier Mann sterben. Aber es scheint mir wohl nicht gegeben zu sein. Es ist alles die Schuld von diesen Schweinebastarden. Of the picking. Während der Zeit, die der Schweinekönig regiert hat, all residents of the nearby village were unable to use toilets. Alle Bewohner im naheliegenden Dorf konnten nicht auf normale Art und Weise ihre Toiletten benutzen.
Bitte, lieber Fremder, bring mir etwas Toilettenpapier. Das ist mein einziger Wunsch. I heard someone shitting upstairs und ich hab jemanden oben scheißen gehört. So you can't shit yourself anymore? That's fucked up, buddy. Ja, das tut mir sehr leid. I think he might want something. Du hast einen Schlüssel, heißt das, ich muss dir wirklich Klopapier bringen, damit du den Schlüssel loslässt? Okay. Naja, immerhin konnte er hier etwas trinken. What the fuck is that? Ja, das habe ich mich gerade auch Nein. Echt jetzt? Kann ich da drauf laufen? Will ich da drauf laufen? Okay, es ist mein Spiel. Blutiger Hammer und ein blutiger Deckel. Ich weiß nicht, wie lange er mich hier noch gefangen halten will. Ich muss mich beeilen. Dieser Typ ist Gazi. Das weiß ich nicht, das Wort. He holds people in his castle, make them do, hält Leute in seinem Schloss gefangen und dass sie sehr mysteriöse, komische Dinge machen. Er sagt, ich soll diesen Hammer unterschlucken. Wenn nicht, dann wird er es in meinen Hintern schieben und wieder raus auf der anderen Seite rausholen. Was zur Hölle? If you're reading this message, you probably already know the bin. Wenn du diese Nachricht liest, dann weißt du sehr wahrscheinlich, wie es geendet hat. Ja. Oh, that's really bad. Komm noch einmal. So, ich habe einen Hammer. Was mache ich denn mit diesem Hammer? Ich habe schon vergessen. Achso, er wollte Toilettenpapier. Muss ich überhaupt zurück? Etwas haben, kann ich ihm auch den Backstein geben? Ich sagte, er hat gehört, oben geht immer einer scheißen. Was soll ich denn nach oben? Was möchtest du denn haben? Oh.
ein Kackhaufen. Achso, ich habe. Ach, warte mal, ich habe ja einen Bümpel. Ich habe einen Bümpel. Hallo, wozu habe ich denn sonst bitte einen Bümpel? Könntest du bitte... Hä? Aber das würde Sinn machen. Ablegen kann ich den Kram auch nicht? Hm. War nix, ne? Ist hier Klopapier denn? Ich auch nicht, ne? Was mit diesem Handtuch? Nein. Bettzeug? Ich meine, zum Hut, wo gar nichts mehr geht hier. Er will Klopapier. Brechstange, Hammer, Pümpel. Wofür brauche ich diese? Ach, warte mal. War hier? Ich hab's. Ich komme zu deiner Rettung. Besser spät als nie. Hier, Buddy, ich hab dein Klopapier. Ruhe in Frieden. Vielen Dank. Das ist jetzt die Tür. Was ist hier los? Und hier. Ich möchte den Break mitnehmen, ich hoffe nicht. Oh Gott. Einmal hell, dann gereicht. Och nee. Nee, och nee, och nee. Ich war da eigentlich auf den nächsten Schocker, ist schon viel zu lange her. Ich hab's jetzt gesagt. Dann passiert das jetzt? Ja, sehr schön. Bild. Okay. Nix.
5. Nix. I need a different key. Ja, war schon klar. Ich wollte es ja nur wissen. 5. Mein Zettel. I couldn't stand it in the gas room all the time. I heard strange thumps and screams as if ghosts were roaming the corridors. My sleep was completely ruined by those eerie sounds. It was terrifying and chilling to the bone. I promised myself never to return to that cursed place. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber dieser jemand findet das Hotel einfach furchtbar. Und kann nicht mehr in diesem Gästezimmer bleiben und hat dauernd komische Geräusche gehört und alles war totaler Horror und hat sich selbst versprochen, nie wieder zu diesem verfluchten. Okay, so this castle is haunted. Great, that's exactly how I imagined it. Ja, und genauso haben wir uns das halt auch vorgestellt, ne? Na, habe ich mir doch gedacht. Vier. Also ich fange an, mich sicher zu fühlen. Es wird Zeit. Spiel. Es wird Zeit. Ja, Moment. Ich hab's gesehen, ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Es ist furchtbar. Ich konnte kaum mein Leben retten. Denk nicht mehr drüber nach, in seine Nähe zu kommen. Du denkst vielleicht, du bist stark genug, um es zu, mit einer Axt, einem Hammer oder irgendwas anderem zu killen, aber da liegst du total falsch. Rip, Moment, it will simply rip it from your hand. Es wird es einfach aus deinen Händen reißen und tief in dein Hintern oder just smash you with it. Also wer auch immer wird uns zerstören. But that's not the only reason. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum man Angst haben sollte. Diese Kreatur kennt Belch. Ich weiß gar nicht, was Belch heißt. So strongly that the floor will tremble. Ich denke mal, so röhren, schreien. Kann so stark das halt machen, dass der Flur zittern wird. And on top of that, this creature. Und dass die Kreatur stinkt wie sonst nichts anderes in der Welt. You will dissolve in its stench. Watch out for yourself. Okay, all right, I get it. I shouldn't get close to that thing. I mean, who would have thought? If I ever came across it, of course, I'd give it a big hug right away. Mm. Yeah, that's totally how it works. Obviously, I'd be running away from it like crazy. I'm not that stupid after all. Er macht sich darüber lustig und sagt, natürlich werde ich da nicht nah rangehen, sondern wegrennen. Was ist eigentlich mit dieser Laterne? Wieso kann man die nicht mitnehmen? Okay. Raum 1. Ich habe gerade schon gedacht, ich hätte es kaputt gemacht. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Hey. Oh! Heilige Toilette. Raum 6.
Ja, da, ich hab jetzt nicht so. Also, ja, man hätte damit rechnen können. Im ersten Teil mich auch die Toilette erschlagen hat, aber. Habe ich nicht. Achso, Entschuldigung, hier. Oh, was ist denn hier los? Ein bisschen Abwechslung mal. Ich brauche doch diesen blöden Brick, ne? Aha, deswegen kommt man nicht rein. Das Spiel geht länger als ich dachte. Hier war doch jetzt nichts, oder? Moment. Boah, nie im Leben. Will ja echt Platzangst kriegen. Dieses Ding ist vorhin auch aus diesem Schrank, oder? Ich dachte, das wäre eine Pistole, aber gut. Oh. Keine goldene Toilette. Guck mal, wir könnten doch hier einfach ein bisschen Türmchen bauen und dann hier raus und schon wäre Freiheit. Aber nein. 7. So kann ich denn trotzdem hier durch? Nee, warte mal. Wo ist mein da? Wir waren noch nicht in 7 drin. Was hast du da aufgenommen? Warum sehe ich das nicht? Ich habe hier das Bedürfnis, dass irgendwas unter den Betten ist. Dieses Schloss ist ein faszinierender Ort. Wir haben eine geheime Passage entdeckt, die keiner vorher kannte. Wie auch immer, unsere Expedition muss jetzt enden, weil die Presence of a mysterious creature lurking in the vicinity. Kenne ich auch nicht das Wort, aber die mussten die Expedition halt abblasen wegen dieser mysteriösen Kreatur. Die gesamte Situation hat uns in Alarmbereitschaft versetzt. And amidst the chaos, we forget to taste the wine we had heard about. Und durch das ganze Chaos haben die vergessen, den Wein mal zu probieren, von dem sie da gehört haben. Unglücklicherweise wurde einer unserer Leute verletzt während der Flucht. Wir hoffen, that other explorers will have the chance to continue, dass andere Explorer die Chance haben, unsere Arbeit fortzusetzen und die gesamte Geschichte aufzudecken auf das von diesem total extraordinary place hier. Beste Grüße, Castle Explorer Team, wenn die doch geflüchtet sind. Ja? Und einer der Kumpels da, das ist bestimmt der, der erschlagen worden ist. Warum liegt dieser Zettel? So other explorers have been here, but they had to stop because of that creature? Not a fan of wine myself, but the castle's secrets and history are too tempting to give up. I'll have to be cautious, but I'm determined to uncover the full story of this place. Er will die volle Story aufdecken? Werde ich da nicht mal gefragt? Okay, jetzt können wir weitergehen, denke ich.
wird wohl der Kumpel sein. Ja, da ist er. Hier ist nichts. Gut, dann gehen wir den anderen da mal gucken. Der hat wahrscheinlich den Wein gefunden. Er hier. Jumpscare? 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 Nein? 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 Ich fühle mich sicher. Jetzt Jumpscare. Oh. Hallo? Was soll denn das? Hat noch einen Zettel geschrieben, das ist ja nett. Ich kam her, was habe ich gesagt, um diesen wundervollen Wein zu probieren. Unglücklicherweise bin ich spät angekommen. Als ich hier ankam, war dieser Ort schon verlassen und keiner, keiner hat mich diesen tollen Wein probieren lassen. Ich werde nicht gehen, bis ich ihn probiert habe. The flask should be somewhere in the bar. Ich wusste mal, was Flask heißt. Auf jeden Fall sucht er den Wein. Fine, I'll bring you some. Ach so, dir muss ich jetzt Wein bringen. Andere Seite. The best wine. Hallo. Kein Kack jetzt hier machen. Hier braucht man ein Glas? Nee. Du siehst irgendwie anders aus. Ach, der Flachmann. Hier liegt auch noch ein Zettel. Das überwältigt mich langsam alles. Ich wollte, dass dieser Ort wieder zu leben beginnt, so wie es einmal war. I opened guest rooms. Vor kurzem habe ich Gästezimmer eröffnet und eine Bar, und da habe ich hochqualitativen Wein serviert. Natürlich, der Wein war nicht von mir produziert. Es war ein einfaches Überbleibsel von über 100 Jahren. Vor über 100 Jahren. Some barrels in the cellar. Manche Fässer im Keller haben überlebt. Getting to the point, I didn't have enough money to sustain this place for long enough. Aber er hat halt nicht genug Geld, um da lange zu bleiben. Achso, das ist bestimmt der Bürgermeister. I went bankrupt and this place will be. Then, also, er ist, ich denke mal, bankrott gegangen und dieser Ort wird wie immer verlassen sein. Ihr wisst, wenn ich lesen muss, dann werde ich müde. Es ist nur eine große Ruine. Das hat der Bill geschrieben. This place must have been full of life and charm in the past. I might uncover some interesting stories here. So. Ist empty. Aber er hat Dinger im Keller gehabt, ne? Kann ich hier? Schade, ich kann nicht. Kann nicht richtig spielen. Okay. Ich könnte auch nur ein Mini-Stück. Warum? Wackelst du? Oh. Wo kam ich denn her? Ja, hier kam ich her. Ich meine, ich habe Fässer gesehen. Muss ich dahin tatsächlich zurück? Ich habe doch ein Brecheisen. Könntest das doch einfach... Die habe ich gesehen. Das ist wirklich... Ich will da nicht... Kann ich das nicht hier irgendwo? Hm? Wäre doch viel einfacher. Aber dann hätte er die ja auch selber gefunden, ne? Oh, okay.
Ich muss da wirklich jetzt zurücklatschen. Dum, 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 dum. Wo war's, wo war's? Ich glaube hier. Da. Ist gar nicht so weit, wie ich dachte, aber gut. Tatsächlich. Und es hat sich der Weg gelohnt. Kann ich das auch selber trinken? Ja, bitte hell, danke. Dum, di dum, di dum, di dum, di dum. Ja, ich hab was für dich. Ja, bitteschön. Und jetzt? Hat er dafür wenigstens eine Tür aufgemacht oder so? Jumpscare versaut, aber ich habe mich schon immer erschrocken. Das ist seine Seele, die von der Toilette gefahren ist. Hello. Bar Entrance Key. Mit dem Spiel habe ich es drauf, die Jumpscares zu versauen. Also im Teil 1 habe ich ja, glaube ich, auch diesem Hexenzirkel-Ritual-Dings da. Wagen, mich einfach mitten reinzustellen. Wie lang ist denn dieses Spiel? Ich dachte, es geht hier um eine Toilette. Also nur um eine Toilette. Wieso macht man es denn so aufwendig? Oh, das will ich haben. Guten Tag, warum seid ihr alle hier drin gestorben? Bis er. Oh, Liste der Bücher. Erstens Geoffrey Lockwood, Quest from the Grail, Serafina auf Zephyr, Secrets of Zephyr Castle. Sind wir im Zephyr Castle vielleicht? Carlos, Fairwood Chronicles of Avalon, Morgan Rose und Dale Dahl, Mystic Manuscript. Ja, okay. Bitte lass es kein nerviges Rätsel sein, wo ich zu blöd bin. Ich drück einfach. Oh, mal Hebel. Ah, okay, ich glaube. Okay. Nochmal. Jetzt nach den Namen oder nach den Büchernamen? GSCM. GSCM. G. S. C. M. Okay. Ich glaube, mein Kaffee wirkt jetzt doch so langsam.
Und ich habe heute endlich wieder Vitamin B genommen, das beflügelt das Gehirn. Big Keyboard and Piano Chordbook. Achtung, ich bin mit einem Pimpel bewaffnet. Oh, die Tür geht mal auf. Ach Leute, was ist denn los mit euch? Letzte Momente zu nah an die Kreatur geraten. Es hat mich mit Säure vergiftet. Fühlt sich an, als würde es mich von innen nach außen auffressen. Die Schmerzen sind unerträglich. Hab meinen Freund schon verloren. Crush. Das ist der, der unter den Steinen da lag. Und jetzt kämpfe ich mit meinen eigenen Albträumen. Beängstigend, es kommt zu schnell, kann es nicht in Worte fassen, was diese Kreatur ist. Lauf weg, wenn jemand dies findet, warne sie. Dieses Schloss ist mehr gnadenlos, ne? Don't stay here, bleib nicht hier, goodbye. Oh, that must have been terrifying. The creature with acid and the accident with the ceiling. I need to be careful with every step here. The warning in the note makes me even more curious about what this castle holds. I have to be cautious and wise to avoid the fate of other explorers. Ja, ich möchte einfach nur nach Hause gehen. Denk nicht einmal daran, irgendwelche Tools mitzunehmen. Ja, doch. Was zum... Bitte was? Was? Habe ich gerade das Klo benutzt? Nein, nicht, nein, tu's. Oh, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich es kapiert. Okay, es sind keine Klopapierrollen. Mein Gott, es sind Bandagen. Wenn ich Heilungsbandagen habe. Ja, ich habe den goldenen Schiss mitgenommen. Dann heißt das, dass mir hier irgendetwas passieren könnte. Deswegen soll ich keine Tools mitnehmen. Das ist aber jetzt nicht fair. Ich lasse das mal hier. Oh, okay. Ich hoffe, ich brauche nicht alle. Heilige Toilette. Ich habe vorhin, glaube ich, nicht direkt in jede reingeschaut. Was ist hier los? Was? Wie man kämpft?
All your items are useless, like the note in the desert. Alle deine Items sind nutzlos, wie die Notiz im Hotel sagt. Also, wie schlagen wir ihn? Das ist ganz einfach. Schnapp dir nur ein paar Steine und ein paar Flaschen vom Boden und wirf. Ziel auf den Kopf, vertraue mir. Oh, und da ist eine ganz wichtige Sache. You can make him lose you. Du kannst ihn dazu bringen, dich zu verlieren. Just stay out of, also nur aus, bleib aus seinem Blickwinkel, aus seiner Sicht. Renne in die gegengesetzte, gegengesetzte Richtung, in die er läuft. Benutze Kopfhörer to hear. Ja, da muss ich es ja lauter machen. Nee. If he will lost you, he will start taking shit. Wenn er dich verloren hat, dann wird er anfangen, zufällig Scheiße zu nehmen. Werf etwas at it when he is, wenn er nah dran ist. Gern geschehen. Mein Kaffee ist, glaube ich, leer. Ich versuche mal eben einen Tropfen herauszukriegen. Sekunde. Es war wirklich nur ein Tröpfchen. Okay. Kann ich das aus diesem Menü... Hä? Ich konnte doch gerade... Da unten. Okay. Ja, Moment, ich wollte... Nein, ich will die Bandage noch mitnehmen. Ah, oh mein Gott. Ja, ganz soll denn das dauern? Sag mal. Das nimmt der Herr gut mit dir. Stein, den ich... Oh. Ah.
Nimm. Hat er mich getroffen? Geht zwischendurch an Bart hier. Hm. Wo bist du? Wo bist du? Tötet es doch. Ich habe hier keine Dingens mehr. Nimm diesen blöden Kackstein. Ich bin gleich tot. Ist aber laut. Oh, respawn die? Das fände ich natürlich sehr schön. Lass mich. Ja, komm, nicht mehr lange. Mach wieder Licht. Nimm. Oh, jetzt habe ich in der Miezekatze vor der Tür sitzen. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Lauf. Lauf! Get on the toilet, leave with the toilet, pick up the crown. Oh mein Gott. Geh auf die Toilette. Ich habe da drunter das Achievement noch nicht. Gehe mit der Toilette, pick up the... Ich nehme die Krone. Aber ich muss erst noch... Halt, stopp. Bitte nichts tun. Ich habe das hier nicht. So. Nimm die Krone.
residents of a nearby village. Here I come to bring the peace and the long-forgotten toilets. Oh, ich habe my name is eigentliche Aufgabe Jack vergessen. The Pig Slayer the First. Das Ende. Aber dabei war meine Aufgabe ja, eine goldene Toilette zu besorgen. Was passiert, wenn ich sage Continue? Muss ich dann den Kampf nochmal machen? Wenn ja, dann tun wir das nicht. Weil mein kleiner Finger ist sehr auf dieser Renntaste. Nein, das machen wir nicht. Exciting, the game will result in the loss of unsafe progress. Ja, das möchte ich konfirmen. Die anderen beiden Enden machen wir nicht. Sorry, wir sind aber fast bei 1,5 Stunden. Also nicht ganz, nach dem Schnitt vielleicht bei 1 Stunde 15 oder so. Ja, die anderen beiden Enden müsst ihr euch woanders anschauen. Sorry, das tut meinem kleinen Finger nicht gut. Ja, ich hoffe, euch hat trotzdem die komische Toilette der vergessene Schiss gefallen. Teil 1 und Teil 2, die überhaupt nichts miteinander irgendwie zu tun haben. Außer, dass es um eine Toilette geht. Aber gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.